Also, wo war ich stehen geblieben? Bei diesem Bild hier. Und zwar haben wir da mal Schattierungen geübt, auch mit Bleistift, wie ihr sehen könnt. Und ja, kein Kommentar dazu. Genau, dann sollten wir mal uns selbst zeichnen mit Kohle oder Kreide. Und weiß ja nicht, aber ich hab's nicht so drauf, mich selber zu zeichnen mit einem Handspiegel in der Hand. Ich sah entweder immer aus wie ein Kind oder wie, weiß ich nicht was. Ah, ich habe ein Rauschbild vergessen. Das war ein Kaufrausch, wie ihr sehen könnt. Es fing an mit Schulsachen, Stift und Schulbuch, dann kam Rock, T-Shirt, Kleid. Und so ging es irgendwann immer weiter, bis es nicht mehr zu stoppen war. Hier auch erste Übungen zu Acryl. Sieht ähnlich aus wie in der LWS damals. Und ich bin nicht sonderlich stolz drauf. Hier auch mit Acryl. Ich weiß gar nicht, ob es eine Schulaufgabe war. Kann gut sein, ich glaube fast schon. Haben wir einen Lauch bekommen und eine Paprika. Und sollten sie eben irgendwie schön hintrapieren und abmalen, zeichnen, whatever. Und ja, das ist mein Ergebnis. Und nebendran sollten wir eben noch so eine Farbtabelle machen. Und man beachte, wir haben alles mischen müssen an Farben, ja? Wir hatten nur Magenta, Cyan und Gelb. All diese Farben waren gemischt. Mhm. Also da war ich schon stolz drauf, dass ich die Farben so hinbekommen habe, wie ich sie hinbekommen habe. War schon cool. Genau, dann hier wieder Porträts. Hier, ich sehe irgendwie immer so unglücklich aus. Und da sehe ich aus wie ein Kind. Hm. Tja, schön blöd, gell? Hier bin nochmal ich. Da sehe ich ein bisschen aus wie meine Cousine früher. Nur mit Locken. ja, nochmal ich. Oh mein Gott, ich schiele hier mit unten. Ah, what the fuck. Das hier finde ich gar nicht schlecht, aber es sieht nicht aus wie ich. Ich habe ein dickeres Gesicht. Also kein so langes und meine Nase ist dicker. Naja. Egal. Genau, dann fiel mir irgendwann auf, wir sollten gar nicht nur uns selbst zeichnen, sondern konnten irgendwen machen. Also habe ich mir gleich mal Infinity Munition geschnappt und habe den abgezeichnet, weil der einfach wesentlich besser aussieht wie ich. Und prompt ist es mir auch irgendwie wesentlich besser gelungen. Finde ich zumindest. Genau, dann meine kleine Schwester. Wobei sie da ziemlich alt aussieht, vielleicht wie 25 oder so. Jetzt weiß ich, wie meine kleine Schwester in älter aussehen wird. Sehr cool. Da habe ich meine Augen geübt. Da genauso. Und den Mund. das waren Schraffuren zum Üben. Wir bekamen ein Blatt Papier, sollten es zerknüllen, in 4 Teile teilen. Und in jedem Teil eine Schraffur üben. Eine von denen da. Ja genau, das war dann im Endeffekt mein Bild. Ja, das hier sollte auch ich darstellen. Sieht nicht wirklich aus wie ich, vor allem weil sie keine Haare hat. Aber meine Lehrerin sagte zu mir, wenn ich meine Haare mitzeichne, und ich habe ja Locken, dann müsste ich jede einzelne Locke, jeden Schatten, alles auch mitzeichnen. Und ich wusste, darauf werde ich keine Lust haben, also habe ich es gelassen. Eine Glatze wird mir doch auch stehen. Ich meine, es gibt auch Menschen mit Glatze, ja? Wieso nicht? Und ich habe meine Ohren anliegend gezeichnet. Das ist auch ein Fehler. Ich habe Abstehohren. Genau, und nebendran eben noch so ganz viele verschiedene Münder, Augen, Nase, nochmal Auge, Ohr. Und das hier sieht gruselig aus, weil es aussieht, wie wenn es ein Gesicht wäre, von hier aus gesehen. Irgend so ein mutiertes Krüppelviech. Und der Mund war übrigens von Exus Dio. Der hat schöne volle Lippen, deswegen dachte ich mir, nehme ich die doch mal. Weil meine eigenen sich nicht so dazu. Genau, das hier war mal Schulaufgabe. Das Thema war, ich glaube, Weihnachtsteller oder so. Auf jeden Fall bekamen wir eine Mandarine, einen Lebkuchen, eine Serviette und sollten eben ein Studienblatt, aber halt so ein Verlauf draus machen, also dass es zuerst ganz ist, dann so ein bisschen geschält und auseinandergefrutzelt und zum Schluss dann so. Und ja, das hier war Absicht, das sollten wir so machen, dass wir eben Schwerpunkte setzen, genauso wie hier. Das hier war auch
eine Schulaufgabe, die letzte sogar, die wir geschrieben haben oder gemalt haben eher. Es war auch mit Acryl. Wir hatten eine weiße Kiste aus Papier, eine Zwiebel und zwei Frühlingszwiebeln. Und ja, das ist mein Bild. Ich habe eine überraschend schlechte Bewertung drauf bekommen. Ich glaube nur 10 Punkte. Und ja, ich war relativ enttäuscht davon, weil ich eigentlich von meinem Bild recht zufrieden war. Weil ich meine, so eine weiße Kiste nicht weiß zu machen, ist sehr schwer. Aber, naja. Wollte die Lehrerin dann eigentlich noch fragen, wieso nur 10 Punkte, weil das ist bei unserem Punktesystem eine 3. Aber ich dachte dann so, ne, mach's lieber nicht. Nö. Genau, das war das vorletzte Bild, was ich gemalt habe oder gezeichnet habe. Das Thema war Touristen. Und ja, meine Idee war halt, dass ich lauter so Fotos von ihnen darstelle, von 3 Freunden, die halt so über die Welt reisen und Fotos gemacht haben. Bin allerdings nicht mehr fertig geworden und deswegen, vielleicht mache ich es irgendwann noch fertig, wer weiß. Aber es ist sowieso, die Menschen sind wieder viel zu comichaft, bla bla bla. Immer das Gleiche. Genau, hier hatten wir den Knoblauch. Das ist übrigens ein Studienblatt. Sprich, alles mögliche vom Knoblauch, sowohl innen als auch außen. Einfach zeichnen, malen, beobachten, wie es aussieht, auseinandernehmen. Was haben wir hier? Ah, das war Pausenbrot. Das war auch ein Schulaufgabenthema. Da hatten wir auch zuerst wieder das Ganze. Vollkornbrötchen, was war das? Frischkäse, glaube ich, und eine Paprika. Dann so ein bisschen auseinander und dann, wie es zum Schluss aussieht. Ja. Und alles im Bleistift. Und hier haben wir Ellipsen geübt und die Oberflächenbeschaffenheit von Metall, Plastik und Glas. Ja, bei Glas ist sehr viel Oberflächenbeschaffenheit vorhanden. Und ja, das war bei mir auch sehr, sehr stressig, weil ich ständig diese Kack-Ellipsen nicht so hinbekommen habe, wie sie hätten sein sollen. Und ich glaube, 50 Mal kam diese Lehrerin zu mir und meinte, Sarah, und ich schaue sie an, was denn? Da stimmt was noch nicht. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Lust mehr. Ich will einfach nicht mehr, okay? Aber ja, soweit so gut. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Jetzt wisst ihr so ungefähr, was man in der Fachoberschule Gestaltung so zustande bringt ein Jahr lang. Also zumindest bei unserer. Und ja, es kommt schon ein ganzer Packen zusammen. Einiges gut, einiges nicht so. Einige Themen waren auch gut, einige nicht so. Aber ja. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns fürs Erste. Und Leute, geht raus, genießt das schöne Wetter. Ihr seht auf meinem Balkon, wunderschön, wunderschön. Voll die Sonne, es ist sau heiß. Geht raus, genießt das Wetter, malt von mir aus draußen. Ich habe zur Zeit immer so Lust, mit Malkreiden draußen zu malen. Ich hätte so gerne ein Straßenbild, aber es ist zu heiß. Ich kann nicht, ich werde meinen ganzen Körper verbrennen. Aber gut, genug davon. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin sage ich mal, bye bye.